zurück zu Human Fall Flat, der zweiten, dritten Folge oder zweiten, je nach Kanal wahrscheinlich. Juckt der Nacken oder so? Ich schäme mich voll. Das haben wir auch. Ich mach ein bisschen Yoga. Okay, wir machen noch... Fully! Nein, du kannst dich einfach ohne so verlegen uns losziehen. Guck ihn dir an, den König der Piraten. Der verdammte... Ricky warte ist jetzt Wrestler? Mich. Ich bin jetzt Wrestler, kann ja. Ich kann nicht mal schwimmen. Und Maeve braucht einen Maulkorb. Hey, hallo. Ich wollte nur irgendwas mit M sagen. Ich glaube, den Hund müssen wir kastrieren lassen. Der ist schon wieder hallo? So hinterher. Leute? Was ist das für ein Geräusch? Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Leute. Wir sind weg. Ich kann nicht schwimmen. Oh, ich hab Checkpoint geholt. Cool, dann gehe ich mich ertränken. Okay, ich komm mit. Ich kann nicht schwimmen. Läuft gut mit dem Bootfahren auf jeden Fall. Ich weiß, was ich mache. Ich kann nicht schwimmen. Ja, ihr habt schon zur zweiten Insel gefahren. Habt ihr ja, kann man, als wäre es dein Problem, nicht meins. Kann ich einfach als Captain Trott und Lan machen? Oh, segeln? Was ist mit Lan? Sea of Thieves! Escape, Kontrollpunkt Lan hätte ich auch machen können, ne? Ja. Freibeuter! Boah, Sea of Thieves hätte ich auch mal richtig Bock drauf. Ich werde der König der Piraten! Ja, warte mal, wir müssen es doch erstmal von der Insel hier runterschieben. So. Wartet! Den Hund müssen wir auch mitnehmen, oder was? Ja, den Hund müssen wir. Hier haben wir ordentlich Wind in den Segeln! Warum fahren wir rückwärts? Ah, jetzt. Das ist ein Riesenrad, guck mal! Ach nee, das ist ein Motorboot. Ich schnapp mir das Motorboot. Das ist gar kein Riesenrad, oder? Ja. Das ist ein Riesenrad. Und das da vorne? Oder auf Zufahrt? Oh mein Gott, nein, ich muss diese Scheiße. Oh mein Gott. Hallo Ricky, ja, wir legen Stöcke drunter und rollen das da drüber, kennst du doch. Ach ja. Wie in Stonehenge. Oh, wenn man alleine da ist, kann man richtig rudern. Ich kann rudern. Leg das da runter, ich zieh es die ganze Zeit. Ja, ich schieb's gerade drunter. Ich voran überhaupt? Drück doch von hinten, Ricky. Ah ja, macht vielleicht mehr Sinn. Ja. Oh mein Gott, Hilfe, Fully, mach den Motor aus. Fully knattert richtig los. Ich will schon erfahren. Das verbraucht doch Benzin. Ja, ja. Benzin schmeckt. Aua, mein Hintern. Aua. Es ist auf dem Stock, es funktioniert. Ja. Oh, wir düsen gleich ab. Oh mein, nein, warte, nicht weg. Nee, wir wollen mit! Nein, meine ganze Mühe. Ja, ich lass euch nicht zurück. Ich bin doch da. Wir haben eher dich zurückgelassen. Komm her, Johnny. Bin da. Wer noch? Warte. Bam. Rick Mysterio will auch mit. Oh, Rick Mysterio. Oh. Ich weiß nicht, ob wir Fully wirklich ans Steuer lassen sollen. Oh Gott. Okay. Wo müssen wir überhaupt hinfahren? Da links. Da, guck mal da links. Da ist das eine Bohrinsel. Geradeaus. Das ist eine Bohrinsel. Los geht's, Jungs. Da links ist ein cooler Tunnel. Geheimer Tunnel. Klingt auch gut. Geheimer Tunnel. Wo willst du da hinfahren? Ja. Zwischen den Bergen. Nicht in die Wand. Morgi steht im Weg, ich muss nach rechts. Ach so. Sag's doch. Ich wusste es von diesen... Ja, und jetzt steht nicht im Weg, es fällt ins Wasser. Ich hoffe, nichts Gutes. Es gibt Fully nicht an Steuer. Nee. Oh, können wir es hier auf mal spielen, wenn alle Mann? Steuern, aber nee, geht nur nee. Zu viert, wenn ja, man ja, sich ja. Oh, wenn mit mehr als vier Leuten spielen will, dann spawnt man irgendwo auf der Welt. Ja gut. Fully. So, Fully, jetzt lässt du los. Jetzt muss ich hoch. Okay. Du bleibst hier. Ihr lenkt zu zweit, okay. Los! Der Fully will sie nicht so ganz los. Zombie, guck dir das mal an. Wenn er die ganze Zeit runter los. Oh Gott! Los! Hä? Los! Da hinten ist die Insel. Nein. Lass mich los! Komm, Ricky, wir gehen jetzt schwimmen. Wir gehen jetzt eine Runde schwimmen, Ricky. Nein! Ricky, schwimm mit dir. Ricky! Warum hast du das Ruder ausgerechnet getroffen, Ricky? Kannst du nicht am längsten sein? Jetzt passiert! Wer muss mich sonst festhalten, gerade? Ich will nicht auf dem Meer stranden. Stopp! Ich muss mir helfen. Oh, ich bin runter. Jetzt geradeaus. Au. Jungs, wollen wir da links nochmal durch den Tunnel und Moggy holen? Da ist Moggy da hinten in die Richtung. Hallo, hier bin ich. Was sieht ihr hinten? Was ist los? Hier drüben, Moggy. Ja, willkommen zurück. In meiner Hand. Okay. Maeve. So, du setzt dich jetzt hier rein. Aber warum ich? Oh, okay, ich bleib jetzt hier sitzen. Jetzt? Links, da links ist er. Ja, ich versuche nach links zu ziehen. Guck mal, wie Moggy auch Hilfe schreit. Aua, was ist das denn hier? Ich gebe dir internationalen Seemannszeichen. Oh nein, Moggy, was machst du denn? Was macht ihr? Ja, ich kann nicht weiter nach links oder nach rechts. Geh einfach zu Fuß zu euch rüber. Ich ertrink gerade. Ah, oh, okay, nicht mehr.
Ja, ja, warte. Mach mal los. Ich dreh's, zieh's irgendwie so ein bisschen raus. Ich trinke auch gerade. Hilfe. Oh, bin ja, ja, warte, warte. Oh, komm, es funktioniert. Okay. Oh, ich bin noch hier. Oh. Ich wünschte, Ricky wäre wenigstens auch runtergefallen. Niemals. Niemand besiegt Rick Mysterio. So, und jetzt nach da. Okay, ich lass dich wieder. Okay. Du hast den Bootsmann-Führerschein beim Lagerfeuer bauen. Hallo? Kann ich? Oh, hallo. Lass uns SOS schreiben. Okay. Mit zwei Stöcken. Ja, 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 ja. Ein bisschen auf die Insel fahren. Ja, 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 ja. Okay, steig da auf. Yeah! Oh! Johnny ist übers Board gesprungen. Was war das, Johnny? Johnny über Bord, Johnny über Bord. Weit. Wo ist Hallo. Johnny? Er ist noch am Boot. Hallo. Ah, okay, also kann ich einfach los? Ja. Moment. Ich kann fahren. Diesmal werde ich mich auch nicht von Ricky einfach so runterziehen lassen. Du wolltest mich runterschmeißen! Weiß nicht, wer Rick Mysterio ist, aber das ist ein Arschloch. Ach, dankeschön. Ja, niemand weiß, wer Rick Mysterio ist. Ich bin seekrank. Ich auch. Wir sonnen uns ein bisschen. Hält das Gitter mich hier echt fest? Ja, gut. Das ist mehr ein Geländer. Oder sowas. Ja, ich weiß, was ich meine. Ja. Worte sind schwer. Oh! Ah! Ciao, Johnny. Wir haben Johnny verloren. Warum bist du gesprungen? Wie ist das passiert? Indem du gesprungen bist. Gesprungen. Nein, ich weiß, aber wie bin ich so weit nach rechts? Hey, ich bin eine meine Hand gefahren. Magie. Ach so, ich bin nicht Teil des Systems. Ich bin so müde. Nein, deine komischen Eier gucken hinten wieder raus. Oh, falsche Maus. Das sind meine Eier. Aber hier kriegen wir doch einen Checkpoint bestimmt für Johnny. Ja, haben wir schon. Kannst du ja saufen, Johnny. Oh, oh. Nee, ja, ist gut. Gut, dass wir einen Checkpoint haben. Ich werde die Kurzfahrt vermissen. Wo ist Moggy? Komm mal mit. Aber. Komm mal mit. Ich schwimme gerade. Da bist du. Lass mich ein größeres Boot. Nein, du kommst. Ja. Okay. Das ist ein Schiff. Größeres Boot. Ich bin der Captain. Komm mit, mein Freund. Wenn du die Definition von Schiff ankommst, steht da bestimmt einfach größeres Boot. Ja. Reiß dich, ich bin ins Verderben. Ich bin der Captain. Oh, nein. Ja, hat ja gut geklappt, Ricky. Seid ihr alle oben? Wieso habe ich so Appetit auf oben. Subway? Boah, ein Subway Alter, jetzt gönnen. Sub, ne? Alter. Gönn mal den Johnny ins Sub. Oh mein Gott, wir können das wirklich steuern. Gönnt euch mal einen Sub. Ja. Warte noch. Kann ich mit? Wir verlieren hier gerade ein paar Passagiere. Setz die Segel! Komm mit. Eigentlich alle. Ja, ich weiß auch nicht so komm recht, mit, was hier gerade vor sich geht. Hier, irgendwie fahren die Plattform. Warte mal, ich ziehe die wieder zu euch. Ich fahre die ganze Zeit schon Wasser, hör auf. Ach. Ist einer an Bord schon? Das ist echt ich nervig, hier unten zu sein. Kannst du mich hochziehen? Gar nicht mal so spaßig. Warte. Leute, was soll ich sagen? Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Und jetzt kommt Johnny und drückt sie weg. Polly, was machst du denn? Johnny, bye! Was soll ich machen? Polly, kannst du mich hochziehen? Er hat sie umgedreht einfach. Du bist überhaupt zu dem Teil rübergesprungen. Polly, bitte hilf mir. Ich wollte sie einfach nur zu euch herziehen. Johnny wartet nicht. Es tut mir leid, ich wollte halt rauf. Ich dachte, das ist der Sinn. Warte mal, du bist da unten, Maeve. Moment, ich komm vorbei. Komm schon. Kannst du das Ding den Stück rüberfahren? Weiß ich nicht. Ich hab noch nicht ausgetestet, wie man das fährt. Dann fahr das dann schnell drüber. Komm her. Oh, ich nehme einfach das. Hab ich sofort Zombie gerade schon runtergefallen. Er greift nicht schnell genug. Danke. Will ich das andere Boot noch nehmen? Warte mal. Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr hängt, mit hin und her schwingen und dann greifen. So kann man auch ein bisschen mehr Höhe bekommen, ganz langsam. Du meinst nach links und nach rechts schwingen, oder? Ja, genau. Hm. So, ich versuche nochmal, das zu euch hinzubringen. Das von da oben bist du rüber gesprungen. Aua! Aua! Oh. Yo! Er hat's wirklich rübergebracht. Er hat's wirklich geschafft. So, ich mach jetzt gar nichts. Jetzt ist es hoch! Nimm mich mit! Ich hab Angst vor der See! Okay, halt dich aber fest, ich zieh dich mit hier. Ich will da nicht nochmal runter. Bist auf der Trunken. Komm mit. Zieh dich auch mit hoch. Sonst geht's nicht. Nein, mein Körper hat jegliche Energie verloren. Bitte zieh dich mit hoch. Immer diese Ich trag dich doch schon. Zieh uns hoch, Ricky, ich bin so schwach. Ja, warte, ich komme. Pack den Kopf. Pack ich den Kopf? Mit beiden Händen. Ja. Eine Hand ist im Kopf, eine am Boden. Und au. Ja, warte. Au. Ah, danke. Ja, bitte.
Hiss den Klüver! Anker lichten, Captain! Kommt den Anker! Okay. Ich fahr das jetzt! Den Anker. Ich fahr euch Leinen das. Los! Ich fahr euch das ans sichere Ufer! Das ist es doch, was macht oder? Welcher Hebel überhaupt? Ach, das Leben! Ich hab keine Ahnung. Alter, da genießt der richtig gerade. Los geht's! Das sieht aus wie rückwärts. Ja, was ist das für eine dumme Treppe? Muss man hochspringen? Oh, sogar los gedrückt. Geht's! Los geht's, Jungs! Oh, vorwärts! Vollgas! Ja! Und da ist der andere links und rechts wahrscheinlich. Hussa! Ja, das ist links. Dann fahren wir nach rechts. Dann müssen wir rechts. Die andere Richtung, Ricky! Ja, mach ich. Das andere rechts. Warte. Zieh doch nach vorne. Achso. Aber dann drehen wir mal andersrum. Oh. Warte. Wir fahren nochmal ein Stück zurück. Sollen wir jetzt andersrum lenken? Andersrum! Ach nee, das sind die einzelnen Turbinen. So fährt man rechts. Ich verstehe. Ach, das ist wie Katamari! Und jetzt nach vorne, ja, das beide. Ist wie Katamari. Ist beide nach vorne. Ich hasse die Steuerung aus Katamari. Ich komme mit der auch die nicht ist echt schlimm, ja. Warte, ich geh ein Stück nach rechts noch. Ja. Und dann wieder nach vorne. Ja. Doppelvollgas. Ihr seid ein gutes Team damit. Ja. Danke. Das hätten wir schon mal Boote gefahren. Ah, wir kommen da nicht hoch, weil die fahren. Wir segeln. Kommen wir da durch? Da vorne ist ein Hafen, da können wir bestimmt einparken. Versuch mal. Ich drehe mal ein bisschen nach links. Ja, war aber nicht so doll. Und jetzt geht ihr nach vorne. Jetzt wenn ihr irgendwo eine Palette seht... Hör auf, mit rechts zu lenken. Ja, ich wollte gegenlenken! Wenn ihr eine Palette seht mit alten Gamecube-Spielen, die gehört mir. Was für gegenlenken. Wir parken da perfekt ein, Ricky. Ich sag's dir. Bin gespannt. Zieh rüber! Nein, erst später, sonst fahr ich in den Turm rein. Ich denk falsch rum. Komm mit, alter Mann. Nein, meine Gamecube-Spiele. Komm mit, sie sind irgendwo da, Fullies. Sie sind irgendwo da, ich weiß es einfach. Sie sind nicht da, nein. Die Gamecube ist schon Jahre her. Ich hab noch nie das Boot hier eingeparkt in all den Jahren, wo ich diese Map gespielt habe. Oh, wie gut. Die Gamecube-Spiele sind da. Die sind nicht da. Es gibt ein Achievement, sag ich dir. Ich weiß nicht, ob es ein Achievement gibt, aber wir sind geparkt. Nice, und jetzt? Machen wir den Motor noch aus? Ja. So, meiner ist gerade. Deiner irgendwie nicht so. Alter, ich krieg ihn noch hin. Ja, ich höre öfters, dass meiner nicht gerade ist. Schön. Ach, halt die Schnauze. Schön. Hui. Schön. Schön. Du musst klettern. Was schwingt da vorne schon? Was passiert? Eine Sekunde nicht hingeguckt. Ja. Okay. Schon sitzen vier Leute am nächsten Kran. Jemand muss ein bisschen zur Seite da noch gehen, damit wir ein bisschen Container hochheben, denke ich. Oh, die bist du vom Boot gefallen, Johnny? Ja. Nice. Okay, aber schon während der Fahrt. Achso. Aber müsst ihr den einhaken? Ich denke. Meinst du, das geht? Ich helfe. Okay, ich versuch. Oh nein! Oh. Yeah! Oh mein. Oh, Scheiße! So, dann noch ein Stück nach vorn. Johnny, nicht hochmachen. Machst du die Höhe, Johnny? Ja. Junge! Das war richtig. Was war richtig? Ja, was hast du gerade gemacht? Bisschen höher. Er hat das hochgemacht, dass wir nicht. Ach so, wollen wir so. Achso, ich dachte, wir müssen gar keinen Container mitnehmen, wahrscheinlich. Ich will einen Container einhaken. Klar, aber Johnny, ich wollte nicht. Okay, sorry. Wenn man die einhaken kann, dann würden wir das auch machen. Ja, eben. Okay, nicht so tief, hallo! Non-Stick! So, Fully kann jetzt einhaken, oder? Ja, ich gehe. Ich versuch's. Mir mal den warte, ich kann noch ein Stück rüber, warte. Oh, ich hab den so gut. Ein bisschen runter noch? Noch ein Stück? Oder? Runter muss er aber ein Stück, oder? Ja, mach genau. Ich doch. Das Problem ist, deine Hand ist genau da, wo der... Ja, du gehst rüber, Moggi. Nee, warte, noch nicht. Der Haken rüber ist genau falsch rum. Noch ein bisschen rüber zum Container. Okay. Warum dreht sich der Haken jetzt falsch rum? Was soll das ist denn? Ist doch egal, mach ein bisschen rüber, dann kommst du von allein vielleicht. Mach ein bisschen nach links. Oh. Ja, rechts. Warte, ich schwing mich einfach rein. Ich hab meinen. Ja, genau so. Einer ist drin. Warte, den anderen krieg ich auch rein. Aber wir sollten alle vier reinmachen, oder? Ricky, was hast du vor? Ja, zwei Stück reichen. Reicht jetzt, du hast genug. Ja, baumelt dann auch. Der ist nur halb so groß wie der Container, deswegen. Der wird ganz schön baumeln. Sagst du? Oh. Und? Ich glaube, ein Stück fehlt noch. Ja, schade. Egal, wir haben einen Haken drin. Nein, ich kann ihn aber tatsächlich hochheben. Oh, wir haben den anderen rausgekriegt? Cool. Wie das denn? Warum tut ihr das? Wie ihr? Ja, der das gesteuert hat. Ja, ich mach das mal. Wir haben das beide gesteuert an sich. Hä, wie soll man denn bewusst das gemacht haben, ey?
Elf traut es euch zu. Elf ist jetzt sauer. Ja. Stinkig bin ich. Boah. So wie gestern, der war gestern auch richtig stinkig. Was war denn gestern? Boah. Das wir haben Fortnite so gespielt. Was habt ihr gespielt? Wir haben Fortnite gespielt, ja. Die reden die ganze Zeit schon darüber. Wir haben auch 100 Mal gewonnen. Vorhin gibt's bei Maeve manchmal. Oh, hab ja aufgenommen sogar. Maeve hat aufgenommen. Maeve hat aufgenommen. Ich hab mich ein bisschen aufgenommen. Hier, ja. Hoch da, Bitch! Ah. Meins hat mich eingehakt, aber Maeve fehlt noch. Eines drin. Oder wenn's um einen Haken geht. Einer reicht. Nein, der. Die reißt einfach ab. Ja, shit. Okay. Okay, Jungs, ich halte beides fest, einfach hochziehen. Jeder ist ja ein Haken, ich schwinge euch rüber, komm, let's go. Okay. Fahr uns hoch. Ja, es fehlt Moment. Noch. Ein Haken fehlt noch. Ich will den Container mitnehmen, noch mit der anderen Hand. Oh ja, warte. Was war denn, oh, Maeve, ich hab mich ein bisschen erfahren. Oh ja, sehr schön. Ich hab's irgendwie. Ich fahr euch hoch. Oh, von okay. Dir auch. Ich nehm mal den Container mit, ich sag's euch. Oh Gott, die Kette! Es ist so buggy bei Maeve. Ja. Oh Gott, ich werd auseinandergerissen. Ach du Scheiße. Seitdem sich Johnny draufgestellt hat, wird schwerer. Ja, das ist, gibt Sinn. Macht Sinn. Maeve, was tust du da? Ich lass dich den Container los, pass mal auf, was passiert. Korrigiert, ergibt Sinn kaputt. Mit Macht Sinn. Ich hab's falsch losgelassen, was? Ich war, auch meine Hände waren falsch rum. Hm. Deine Hände waren falsch rum. Was? Also, waren deine Hände, deine Arme vertauscht? Ja, genau. So überkreuzt. Ah. Ja. Aua. Hui. Vorsicht, die Haken. Ah, wir haben einen Checkpoint. Die Haken! Kommen wir mit dem Haken am Joho, Boden. Joho! Sah gut aus. Wenn der Haken kommt, bin ich anderswo. Naja, ich geh da mal zum Checkpoint. Load Checkpoint, klingt gut. Oh. Oh! Da ist ein Herberg! Ich kaputt! Ja! Die müssen wir ins Wasser kippen und dann fährt die mit der Schiene. Das ist bei Super Mario 64, ja. Super Mario 64 oder was? Oh mein Gott, er hat's auch gesagt. Wie in Mario 64. Wo ist denn Mario 64 sowas? Ja, der Teppich. Bei Bombs Fortress gibt's so einen Block, den man umwerfen muss. Oh ja! Guck mal. So, ja. Ich meine, man kann ihn umwerfen. Muss man eigentlich, wenn man Missionen... Das ist so eine versteckte Funktion. Ne, muss man überhaupt nicht. Das ist auch mal so versteckt, aber. Es ist leichter, ihn nicht umzuwerfen. Man muss es auf jeden Fall nie machen. Oh! Ich geh ins Rohr. Was ist hier drin? Jungs! Ihr zieht die Jungs! Ich ertrinke dich. Ich atme! Ich bin eben hier. Ich hab mich gegen dieses Ding gestoßen. Ich hab nicht geatmet. Wo zur Hölle bin ich? Wo sind wir? Wo sind wir? Diese Trottel. Genau das. War das Speicher von mir oder von euch? Ich weiß, ich könnte auch von mir gewesen sein. Wahrscheinlich von dir? Oh, die gute Meeresluft, ich fühle mich wie zu Hause hier. Ich habe das Tor aufgemacht. Das ist eine Kläranlage. Ich höre die Möwen. Eine Kiste. Ich höre die Möwen singen am Hafen. Das sind keine Möwen, hier wird Scheiße aus dem Wasser gefiltert. Ich höre Möwen. Kannst mich mal. Ich habe Kisten. Ja, damit können wir doch weiter im Wasser, oder? Ja, dann los. So, nein, die Kiste ist so weit weg, ich komme nicht mehr zurück. Nee, da vorne ist ja den Schluss mit lustig. Ja, können wir ja rausklettern, damit genug Kisten. Hm. Ja, wir kommen, glaube ich, zu dir, Moggy. Oh Gott. Nein. Ertrinke 10-mal, naja, schön. Maeve, hilf mir. Moggy, man kommt hier hoch auf die Brücke. Oh nein. Wir haben einen anderen Checkpoint, also... Au. Ich würde auch echt gerne die Kisten halten. Alle klettern hier drauf schon wieder. So, ich fahr mit meiner Kiste jetzt los. Tschüss. Das ist meine Seifenkiste. Oh. Wieso bewegt die sich nicht mehr? Weiß ich nicht. So. Maeve, bist du mit? Ja. Luft. Warte. Nee, Ricky nein. Ist. Okay. Ricky ist raufgesprungen, wir können nicht mehr warten. Scheiße. Tschüss, Maeve. Tschüss, Maeve. Warte bitte. Nein, Ricky, wie die Kette. Oh Gott. Wie langsam ertrinkt man hier? Oh. Ich hab mein Schiff dafür bekommen, dass ich mich gerettet habe. Hallo? Gas. Wenn das mal nicht Zombie zockt ist. Ja, ich bin ja richtig am Zocken. Ich pack mit an, Fully. Wenn das nicht Mogi ist. Mein Mogi versus das Boot fährt weg! Mogi versus Mogi. Fully, gute Arbeit. Scheiße. Das Boot ist wieder da, Jungs. Ich kann mit dem Boot rüberfahren. Scheiße, Mann. Das ist nicht so gut gelaufen, Kollege.
Ja, komm, wir machen das ganz rein. Kette. So. Sag mich! Ich halte mich noch fest! Nein, jetzt hat uns die Kiste nichts gebracht. Oh mein Gott. Wir schaffen es rüber. Nein, wir sind immer noch mehr als vorher. Scheiße. Einfach die Titanic. Hast du mich gesehen? Ja. Oh, das lief gar nicht gut, Johnny. Okay, das spawnt gleich neu. Da runterfährt, ja. Wo ist Ricky überhaupt hin? Ich stehe drüben. Der steht da vorne. Der ist als erster rübergefahren, der hat nicht mehr versucht, die Kette rauszuziehen. Ich wusste nicht mal, die Kette rausziehen muss. Und als du gesagt willst du mich verarscht, Rick? Wir sind vorbeigefahren, ich bin gesprungen, ich hab gesagt, krieg die Kette, du die Kette, gesagt, die Kette. Als wir schon 10 Kilometer dann vorbei waren, hast du was gesagt. Ja. Stimmt hat überhaupt Checkpoint nicht. Bei euch? Nein! Wieso ist das schon so schnell weg, das Boot? Ich bin ein bisschen viel Schwung drauf gesprungen. Okay, morgen, wir haben eine Mission. Ja. Mir geht's nicht gut. Achso, das Boot ist noch da. Ja, ich halte es fest. Mit meinen guten Sprüngen. Ja, lass mal zu 5 drauf gehen, das klingt sicher. Eine Mission! Mev? 5 Leute, eine Mission. Das ist so schwer. Ich komm an die Kette. Das war hochgepackt. Ja. Erst mal auf Mogi draufspringen. Nein, bin zu niedrig. Oh, die Kette, ja. Was machen wir mit der? Oh, unser Boot! Die Kette ist kaputt. Wir sind geändert. Was ist passiert? Ihr müsst da quasi das Boot dran heften an die Kette. Ja, nein, wir müssen die Kette ist weg. Mama, hältst mich am Schlawittchen. Lass doch die Kette hier auch mal rausziehen, hier. Check mal. Ja! Jetzt muss ich auch wieder Boot fahren. Ja, wir fahren zusammen. Ja! Eine Bootfahrt, die ist lustig. Oh. Eine Bootfahrt, die ist schön. Ja, da kann man... Das Boot ist auf jeden Fall für 6 Spieler gemacht. Junge, ist das dumm. Vorsicht, wir müssen balancieren. Wir müssen balancieren. Mann, ist das dämlich. Wir machen das, wenn die alle tot sind, oder? Ja. Ich glaube, die sind schon alle tot. Ja. Hey, Johnny, bist du auch tot? Nö. Aua. Mir geht's super. Ich bin richtiger Ringmeister. Der Herr der Ringe? Ey! Er schubst mich einfach runter. Das ist aber ein relativ unpassender Titel. Ja, Johnny denkt, das ist ein... Ich zieh Ricky runter. Nein, das klappt nicht. Ich finde den relativ seltsam, den Titel Herr der Ringe für diese Geschichte. Die haben den alle. Und jetzt ist da rumwickeln. Wie sollen wir das denn hinbekommen? Das Endstück muss in das Loch muss in das lange Ding. Das Runde muss ins Eckige. Soll ich das hier auch losmachen? Ich lasse mein Ding los. Das Boot ja weg. Wir wollen das Boot ja hier wahrscheinlich als Plattform haben. Da ist der Knopf. Ich zieh mal die Kette mit raus. Ich halte das Boot hier drüben rüber, damit es nicht wegrutscht. Warte, ich helfe mit der Kette. Ich halte das Boot so lange hier, dass es nicht abhaut. So. Okay. Nein! Ich lass los, mach das ohne mich! Besser ist. Ich hab dich. Ricky ist mit dem Boot weggefahren. Wieso ich? Ricky war's. Und Fully, klappt gut mit dem Klettern? Ja. Ich hab das. Ich kann das. Fully, guck mal. Du kannst theoretisch die sichere Methode fürs Klettern ist, wenn du an so einer Wand hängst, einfach mit einer Hand und dann so hin und her schwingen. Und dann, wenn der Schwung halt so ist, dass du weiter oben bist, die Wand umpacken. Aber irgendwie manchmal hält er sich da nicht fest. Aber es geht so ganz langsam. Hast du das Boot gerade weggeschubst? Ich kann so ganz langsam auf jeden Fall so ein Stückchenweise hochklettern dann. Ich wollte hier drüben auch gerade versuchen, aber dann habe ich Johnny am Kopf gepackt und naja. Und hat mich runtergezogen. Und schon ist man oben. Das Boot fällt gleich runter. Ist gleich wieder da. Boot ist zurück. Also jetzt seitlich schwingen, das klappt für mich noch weniger als normal hochklettern. Normal hochklettern klappt schon sehr schlecht. Gewinne einfach nicht an Höhe irgendwie. Ja. Ja. Ich glaube, Johnny ist gerade auf dem Klo oder so. Oh, da kann ich jetzt aber ertränken. Ist so still. Naja, es ist halt keine. Es ist eine Aufgabe für weniger als wir sind. Also, da ist eine Kiste, da ist der Knopf. Ich halte mich ein bisschen zurück. Ich brauche die Kette. Nee, ich ziehe einfach das Boot. Irgendwie. Halte ich mich an May fest, so. Oh yeah. Das sieht sehr komisch aus. Das sieht sehr komisch von hier drüben aus. Er hat mich an meinen Schwanz gepackt, glaube ich. Nein, ich gehe jetzt wieder. Nee, die Unterhaltung will ich nicht führen. Mave, halt mal das Tor auf. Was, das ist ein Tor? Ja, wir müssen ja die Kiste auf den Knopf von Ricky tun, dass das Tor offen bleibt, theoretisch. Das hier.
Habt ihr eine Lösung, wie ich die zu euch kriege? Ich werf dir aufs Wasser DCT raus, okay? Okay. Nee, aufs. Das ist okay, hat er gesagt, nicht ich. Ich hab sie näher rangezogen, bin gestorben. Die Kiste ist auch wieder. Die Kiste ist auch neu gespawnt. Oh. Kiste ist ertrunken. Maeve? Ich hab einen Trick gefunden. Halt mal die linke Wand fest. Maeve, halt mal, quetsch mal die Kiste in die Tür rein. Ja. Maeve hat den Checkpoint geholt. Oder das? Maeve, quetsch die Kiste in die Tür. Ich dachte, du bist hier reingelaufen. Nein. Er ist gestorben. Mit der Kiste gespielt. Ich lauf nicht vor. Wie bist du nicht gekommen? Komm, ist der in den Runterfall, alle. Ich dachte, man muss hier rumlaufen, um zur Kiste zu kommen. Nein, Maeve hat's wieder verkackt für alle. Ich dachte, man muss das Rätsel mit der Kiste gelöst haben, um das Rätsel mit der Kiste zu lösen. Hä, nein, die Tür war... Die Tür ist nur offen, wenn eine Kiste halt drauf ist, aber Ricky stand auf dem Knopf. Ach so, warum ist das Ricky auf dem... Aber warum ist denn Ricky auf den Knopf gegangen, wenn ich gerade hier langlaufen will? Ich stand die ganze Zeit auf dem Knopf, ich bin nie runtergegangen. Nein, die ist genau in dem Moment geöffnet, wo ich hier an Land gegangen bin. Eigentlich nicht. Das war eine miese Aktion. Nein, ich habe Ricky ein bisschen weggezogen, glaube ich. Ach, schwache Partie von dir. Schwache Partie. Nein, das gehört zum Spiel. Man löst nichts richtig. Ich kann es doch schaffen. Ja, wie willst du die Kiste darüber kriegen? Ich glaube, da muss man echt das Boot an die Kette wickeln. Hier ist ein Boot. Warte, hier sind Boote! Los geht's! Pass auf, Zombie. Hier, schau's Pulli, nimm das mal entgegen! Pulli, wir fahren los, Oh, die Hüpftechnik. Danke. Alter, krass, Ricky, let's go. Ihr fahrt da mit dem Boot rüber. Schau mal, wie weit ich schon gesprungen bin. Ja, warte. Oh, ja. Warte, was machen wir? Wie bedient man jetzt? So, jetzt nimm die Kiste. Mach du das mit der Kiste. Ich halte das Boot fest. Ich halte mich unten fest einfach, ja? Nein, nein! Oh. Du bist mein Gondelfahrer. Ja! Oh mein Gott, Maeve, wir sind Götter. Jetzt ich drauf. Und wir haben's gelöst. Steig ein, wir fahren wieder rüber. Ja. Jungs, schau mal zu mir rüber, ich werde jetzt den Sprung versuchen. Oh Gott! Ja, ich gucke. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Nee, ich schaff das, Ricky, keine Sorge. Ein großer Kuchen ist Liebe? Ja, ein Boot. Pizza, Pasta, put it in the box, deliver it to my house. Was erzählst du da? Fully meinte, ich soll singen. Also, wir machen eine Gondelfahrt und Fully wollte italienische Songs. Ihr könnt auch das Ruder nehmen. Was seid ihr für Gondelfahrer? Ja eben, ruder doch mal. Egal, wir haben das Kistenrätsel gelöst. Ich bin auch glücklich am Ende geworden. Was seid ihr eigentlich für Gondelfahrer? Aber dann habe ich beim letzten Sprung verkackt. Läuft gut. Wofür habe ich hier bezahlt? Ich bin beim Ruder runtergefallen. Hilfe! Zieh mal das Ding hoch. Nein! Du Lümmels, pack das Ding da wieder ein. Es sind Kinder anwesend. Komm, wir fahren weg. Ah! Ja, mach du. Okay. Pizza, Pasta, bla 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 bla. Put it in the box, deliver it to my house and put it on my... Ah ja. Cock. Gefährlich, soll das überhaupt ein italienisches Lied sein? Ist es nicht. Was singst du da komisches, Johnny? Jetzt. Achtung, ich hab so, zuerst so, ne? Sole Mio gesungen, tatsächlich. Die einzige gute Version davon ist aus Pizza Tower. Nee, die einzige gute Version davon ist aus Spider-Man 2. Oh ja, das Spiel war so gut, ne? Ja, ich liebe Pizza Tower. Ja. Ah! Hilfe! John, Morgi, du bist echt in einer scheiß Situation da drüben. Wow, wer hat das Ruder da unter Wasser? Okay, oh, shit. hab ich zu stark umgeschaut. Hat er gehört. Hat auch keinen Sinn mehr gesehen. Ich glaube, ich springe auch da links entlang, da kann ich vorhin besser. Ich mach mal einen Stab hochspringen. Ah, du machst es. Oh nein. Scheiße! Ah. Soll ich nochmal einen Checkpoint einfach drücken? Haben wir das Boot wieder? Zieh mich mal hoch! Jungs, zieh mich mal hoch an dem Ding! Oh ne, sonst zu spät. Ich zieh dich gleich hoch. Oh, wir können gleich das Boot nehmen. Oh, hier aber ist das. Aber wo sind die Paddel? Hier ist das Ruder. Du weißt doch, wir sind die Pioniere, wir brauchen keinen Paddel. Wir brauchen keine Strichi, bitte. Warte, das ist Paddel. Ich muss darüber, ja? Hat er nichts persönlich mit dir zu tun. Ich meinen Arsch. Ich geh aufs Boot. Nein! Ich bin drauf. Ja, ich bin gestorben. Nice. Karma is a bitch. Karma so, is a bitch. Ich bin noch nicht gestorben. Was geht denn jetzt? Karma is a bitch. Okay. Zombie! Ich halt dich. Oh, ich bin runtergefallen. Wie halt dich? Ich war schon am Grund des Meeres. Ja, ich wollte Atlantis gefunden. Und? War schön in Ohio? Atlantis. Ja, war ein schöner Urlaub. Meint ihr, Atlantis kann man wirklich spielen oder Physik eher komisch? Ich komme mit dem Boot wieder zurück, Jungs. Aber man kann golfen, theoretisch. Yo, Babe, was geht? Warte, ich glaube, ich schaff's. Okay, Zombie, du holst es jetzt. Zombie mit so einem Somersault einfach.
Achso, du willst einfach weiter, okay. Ich dachte, du willst das Paddel nochmal holen. Paddel? Achso, ja, das ist da im Wasser. Wollen wir einfach alle holen? Ah, ja, scheiße! Also, die machen das aber eigentlich ganz gut. Oh, Johnny macht das, ne? Jungs, aber der kommt da nicht mehr. Ja, wir holen dich. Du kommst da nicht mehr raus. Oh Gott. Du holst Johnny, ich bin schon ausgestiegen. Komm, Johnny. Ja! Aber aufgefangen. Halt dich fest. Sehr oh stark, Maeve. Ricky! Warte. Nein, ich hab mich doch festgehalten. Ich schwimm mich noch rüber. Nicht fallen lassen, ich hol dich. Ja, morgen schaff's noch, morgen schaff's noch. Oh, wie, mein wie Gott. Machst du das, Maeve? Ich hab mich festgedrückt. Nimm mich fest und springe. Ich helf mit. Wo wollen wir hin? Ist hier überhaupt was? Weiß ich nicht. Bestimmt. Cooler Sprung, Maeve. Da auf die Szene. Wir könnten Moggy holen. Und Ricky. Oh. Tschüss, Maeve. Das sieht sehr komisch aus. Ja, holt Moggy. Was auch immer mit Ricky ist. Hey, sorry, ich bin hier drüben. Ah, nein! Danke, Moggy. Sehr gut. Hey, was geht? Ich wollte auch reinsteigen, aber... Das sieht sehr komisch aus, wenn der Hund das macht die ganze Zeit, ne? Der hat... Muss dich hochziehen, Fuli. Hochziehen! Wen beleidigst du als Hund? Oder rein ins Boot! Kommt rein hier! Nein! Ich bin auch zu euch. Verdammt. Komm schon, Ricky. Wo ist das Boot? Oh, es fährt weg. Ich mach jetzt den, Parcours. Ja, warte, ich komm wieder. Einsteigen, bitte. Einsteigen, bitte. Können wir bitte langsamer fahren? Ich will mit! Oh, mein Arsch mit dir, Mann. Was ist denn? Ich will mit! Ach, du bist richtig, okay. Es riecht hier ganz verdorben. Nee, holt mich, Jungs! Alle einsteigen. Jawoll! Komm, Ricky. Ich will noch kurz hier, könnt ihr noch kurz zu hier rüber? Ja, klar, wir nehmen dich auch mit, Johnny. Ah, warte, ich hab's gleich. Nee. Ich komme mit Geronimo! Okay. Und auf geht's. Los geht's. Vollgas. Da müssen wir lang. Bis zur Unendlichkeit! Mit dem Hüpfantrieb. Und noch viel weiter. Das ist keine Unendlichkeit. Und so bewegt ihr euch dann. Der Hüpfantrieb. Die twerken, siehst du das nicht? Ja, die twerken das Boot. Siehst du das nicht? Siehst du das nicht, mein Junge? Siehst du das nicht? 200 twerks pro Stunde. War gelogen. Weg davon, ich muss aber durch. Du hast mich am Schlawittchen. Mein Gott, jetzt hänge ich hier schon wieder. Genau. Mach mal Platz, lass mich jetzt mal hochklettern. Maeve, sehr gut. Nein! Ich bin der König der Welt. Nein! Oh, ohne Ricky ist es ja sogar leicht. Das ist gut, Maeve, da unten geht's auch weiter. Glaube ich. Sag mal! Ich bin ach Mann, ich bin wieder hier gespawnt. Du kannst ja an den Strand links, glaube ich. Oder? Wieso? Danke, Moggy. Danke, dass hier du mich was? Mit hoch... Mach ich auch. Nö, hier ist nichts. Cool. Wait. Scheiße. Das muss doch gehen. Ich warte, bis ihr Checkpoint Scheiße. Habt. Ach, ich gehe lieber außen rum. Dann meine ich, es ist nicht mal... Es ist wirklich nur der eine Sprung. Na, verdammt. Ach, shit. Yeah! Ist jemand schon über die Planke gesprungen? Nein. Nee. Maeve, was machst du schon wieder hier unten? Hey, was geht? Ich bin einfach durchs Wasser gelaufen. Ich bin einfach durchs Wasser gelaufen. Ich bin gar nicht gestorben drinne. Er ist Moses. Yeah! Ah, hier runter sollen wir gar nicht? Oh, wir haben einen Checkpoint. Hier ist ein Checkpoint. Wo bist denn du, Fully? Was? Wie? Hallo, Fully. Ich bin beim Umschauen ertrunken. Ich kann einfach beim Wasser laufen. Das Wasser laufen, guck mal. Was ist denn hier? Da, wo Moggy ist, ist richtig. Wieso komme ich hier nicht rauf? Ertrunken befunden. Ey, der direkt am Arbeiten, der Moggy. Der sieht eine Aufgabe. Hä, mein Typ hält sich da nicht fest. Ja? Immer langsam, immer aus dem Rücken. Das war schwer. Ja, fast. Rein. Und runter. Warte, du musst ein Stück weiter vor, schieb dich. Noch ein Stückchen vorlaufen, noch ein kleines Stückchen. Ein Stück vor, das ist ja gar kein Problem. Oh, nein. Instant weg gewesen. Ja, kein Problem. Aber wir sind da oben so ein Rollstein. Zombie, siehst du den? Ja, ich sehe den. Können wir auch gleich mit dem Stock noch holen. Wo ist Moggy? Ich habe Luft geholt und jetzt komme ich wieder zurück. Du bist doch im Wasser. Ich komme nicht. Warte, Moggy, ich komme. Nee. Entschuldig. Ja, Fully hat den Stock irgendwie. Hallo, Fully. Ah, jetzt. Ich zeige euch mal, wie das geht. Passt auf. Danke, Ricky, für die kleine Umarmung. Fand ich so nett. Jungs, sagen wir, wie es geht, Ricky. Zeig Jungs, uns das kurz mal. Seid ihr bereit? Jungs. Hast du gesehen, wie es geht, Boggy? Ich würde es gerne nochmal versuchen. Darfst du. Maeve, zieh mich hoch! Ja, Moment. Ich halte dich fest.
Zieh mich. Ich halte dich am Gürtel fest, so. Entschuldigung. Jetzt, okay, Fully. Entschuldigung. Jetzt rüberziehen. Oh Gott. Nicht springen. Oh, also Fully nicht schlecht. Oh Gott. Was hat er gemacht? Das war so betrunken. Oh, was ist das passiert? Er war zu betrunken. So, jetzt pass mal auf. Ich halte deinen Gürtel fest. Ich halte deinen Gürtel fest. So. Wie ein echter Profi, wie das macht. Support gebrauchen können, wahrscheinlich genauso. So, und... Jawohl, und jetzt zieh ich. Jawohl. Und Fully auf Twitch, da braucht ein bisschen Support. So, und rein da mit uns. Oh, oh Gott, Johnny. Hallo? Wieso ist, da das, wieso ist das Brett schon wieder ab? Nein. Juhu. Holen wir nicht den Stein da runter? Juhu, ich hab's bestimmt geschafft. Ich häng unten mit der fest, Stange. Holt mich hier raus. Danke. Was machen wir mit diesen Steinen? Ich bin ein bisschen verlegen. Es tut mir leid. Aua. Naja. So. Warte, was machen wir jetzt wirklich hier? Rosenstein willst du holen, ne? Tschüss, Fully. Der sieht das so aus. Oh, ja, ist da. Was machen könnt ihr mit, oder? Ja, ja, lass, ja, okay, gut, gut. Oh, wow, ihr müsstet... Oh, stimmt, ihr kommt da weiter. Mit den Ricky. Ne, ist mich ja, los. Ricky. Ach, das Boot kann da unten durchfahren, oder wie? So. Indem wir Steine drauflegen. Warte mal, wie haben die das da... Oh. Ja, die können da drüben auch was machen. Wollen wir nicht rollen? Was machst du? Ja, wir werfen mal ins Wasser raus. Oder so. Oder bist du das hoch? Ich wünsche, man könnte aus dem Wasser vernünftig wieder rauskommen. Rein jetzt. Ich will den Stein ins Wasser eigentlich rollen, das klingt lustiger. Aber dann spawnt er wahrscheinlich einfach wieder oben, ne? So, jetzt kommt es hier unter durch. Ja, okay, Fully, bist bereit? Wir müssen den rüber katapultieren. Ich finde gut, dass sie da irgendwas ohne uns machen und nicht mal überlegen, wie wir zu denen kommen. Naja, indem wir den nächsten Checkpoint holen. Nee, das Boot ist viel zu weit. Lass uns den Stein wieder wegtun am besten. Ach, warum ist das? Ich schalte die Stein weg. Das war ein guter Punkt. Stein ihn nicht okay, raus. Ich halte ich mach Stabhochsprung. Ich mach Stabhochsprung. Oh, es geht voran, es geht voran. Okay, let's go. Das habe ich auch versucht. Jetzt nicht mehr. Lief ähnlich gut bei mir. Ich zeige zeig euch, wie das geht. Pass auf, Jungs. Okay. Ah, wir steuern mit den Steinen. Warte. Oh. Und jetzt? Ich hab ist gut, ich glaube, wir können das auch mit unserem eigenen Gewicht machen. Falsche Richtung, Ricky. Warte, halt mal das Floß fest und spring dann. Das ist nicht so möglich. Oh. Ich krieg das hin, pass mal auf. Wir müssen auch zusammen anfassen. Moment, ich hab das unter meinem Bein nicht. Das ist doch, das soll doch nicht so sein hier, oder? Du hast ein bisschen falsch angefasst, würde ich sagen. Ich glaube, hier ist es zu eng. Wie sollen wir mit dem Ding eigentlich. Vielleicht sollten wir einfach hier hoch? Kommt man da hoch? Yeah! Oh ja. Hey, das ist der Stein. Ach, ich wollte mal rüber. Können wir da. Oh, ja. Können wir die. Warte mal, lass mal. Okay, probier mal. Du darfst noch. Halt dich fest. Oh Gott. Ich bin da. So, warte mal, ich habe eine andere Idee. Wie wär's, wenn wir den hier rüberlegen? Kannst du mal hinten loslassen? Schwingen wir da rüber, oder? Als Brücke nehmen. Oh ja. Du kommst jetzt mit. Nein! Nein! Molly? Molly kommt über die Brücke. Du lebst noch, du lebst noch. Okay, über die Brücke, Jungs. Kommt über die Brücke. Ich kann, glaube ich, nichts tun für dich. Hilfe, die Brücke! Die Brücke, sie fällt! Sie sinkt! Uli, ich baumel. Ich bin da mal trinken, das ist okay. Ich ertrinke gar nicht, ich lebe. Kann ich die jetzt oh ja, da nice. Mal so du kannst einfach wieder auf die Sandbank und dann zurück. Nee, ist zu weit. Warte, komm mit, Baby! Ich muss noch mal neu einsetzen. Ja. Oh, es ist weggegangen, weil ich jetzt Wasser gehalten hab. Wow. Nein, ich... Achso. Oh, hier oben geht's rein, hier oben geht's rein! Ich hab's! Nice. Was ist da oben? Nee, Garados. Da kann man wieder zurückgehen aus irgendwelchen Gründen. Kannst du ein Foto von Garados noch schießen? Okay, warte. Oh, da fährt's im Gerät. Du dich dran, Fully. Ich hab ne Idee. Aber was... Oh! Hä? Nein! Yeah! Nein, was soll das? Was soll was? Wir haben das halbe Level schon ohne euch gespielt. Wir haben da hinten den Kran zu euch rübergefahren. Überhaupt nicht zu uns rüber. Das ist ganz andere Richtung. Das ist der fährt nicht wirklich zu uns rüber. Nee, der das fährt, jetzt, der fährt ganz woanders hin. Ja, dann kommt halt das mit. Wäre ich... Der kommt halt mit! Die zwei, die mit dem Boot ohne uns los sind. Komm, Morgi, den lass, als ob wir das den Boot verschwinden können. Morgi, komm mit, den lass mir verschwinden. Ja, wir sind zu euch gekommen, aber ist okay. Du hast den Einsatz zu schätzen, das ist noch nicht wirklich der Moment. Oder? Fully, gemeinsam schaffen wir das. Ja. Da. Kommt rein, Jungs. Wo ist Ricky? Ricky, du musst einsteigen. Ich bin unten dran! Wie unten? Oh mein Gott. Da kriegst du keine Luft, aber Morgi, unten. Morgi, wo bist du? Wir müssen mal zurück. Oh, ich wollte euch noch ein bisschen, alle müssen rein. Alle rein. Zack, zack, zack. Okay.
Morgi! Bin drin! Yeah! Okay. Oh. Wir sind zu schwer. Oh nein! Ricky, lass mich doch los! Nein! Ricky, lass ihn los! Zombie opfert sich! Alles gut, okay. Doch. Ja? Alle ertrunken. Ricky hat es geschafft. Ricky, Hilfe! Ich bin hier eingeklemmt zwischen Wand und... Hilfe! Ich klemm jetzt mit! Oh nein, der Arme. Komm zurück, Ricky. Ich zeig dir mal, wie wir das bei uns drüben gemacht haben. Stab hoch. Nein, ich bin rausgefallen! Oh ja, mach das mal, Moggy. Zeig mal her. Oh. So. Okay, also 4 Leute maximal. Ich verstehe. Ich bleib freiwillig zurück. Ja, das war schon. Nein, du kannst. Ich bleib auch zurück. Ich war ja schon drauf. So. Ihr macht das. Ah! Wie kann man das verkacken? Moggy bleibt auch freiwillig zurück. Bist du noch dran, Moggy? Ja, ist das. Helf mir! Nimm meinen Was Kopf! Was los? Versuch's auch mit. Du bist zu schwer! Kann ich den einfach da hochlegen? Oh. Wir können da hochlaufen? Okay, ich hab mit Moggy getauscht. Cool. Ricky, willst du mir mal helfen? Eigentlich nicht. Ich roll euch den Stein runter. Kulli, wir können hier über die Klippe zu denen hin. Lassen, als Ricky gesagt hat, okay. Hier. Wie? Oh. Ich roll den runter, dann klettern wir über den Stein einfach zu denen. Ich halte ihn auch fest. Okay. Schön, Mäfig. Wolltest du noch gut Glück wünschen, oder? Ah, shit. Nee, ich wollte es eigentlich holen, damit ich das Floß zurückholen kann, aber jetzt Ricky alleine drüben und kann nichts weiter machen. Ich nehme das mal eben nochmal. Nee, wieso? Ich kann doch die Steine hier rübernehmen, Jungs. Ich bringe die Steine rüber. Und dann? Wir brauchen keine Steine hier drüben. Morgi ist so stark. Ricky, glaub mir, wenn da 4 Leute im Boot sitzen, dann brauchen wir die Steine nicht. Ich glaub an euch. Kletter den Stein hoch. Hey. Babe, du schaffst das. Jetzt geht der einfach weiter. So wie ihr beide eben. Ja, wir hatten ja auch den nächsten Checkpoint für euch geholt. Den wollen wir doch gar nicht. Nee, ja, wollen wir nicht. Die Gondel wäre bei ich euch. Ich werde euch durch eine Kette. Aber Gegenwind hoch. Ja, der rollt halt, der Stein. Leg die Stange dagegen, dass der nicht mehr rollt. Ja. Yes. So einfach unten dagegen oder so, ne? Also Keil. Ich halte ihn fest. Na, Fudi hält fest, alles gut. Okay, Keil trotzdem dann rein. Bin für Keiler rein. Ach, komm schon. Weil es sind so viele Füße im Weg. So, jetzt. Keilerei! Nein! Ich war doch schon oben. Muss man springen, ja, wahrscheinlich. War auch schon hier, Ricky. Ja, klar. Sehr gut, Maeve. Und Fully. Du tust die Arme nicht weit genug runterhalten, glaube ich. Deswegen bist du mal zu weit unten am Stein. Muss sie runterhalten? Du musst ein bisschen nach unten kippen, die Arme nach dem Sprung, ja, weil der ist ja so der abgerundet. Ja, Morgi hat es genau gecheckt. Instant. Ich war vorhin schon einmal oben und dann. Morgi das. Ja. Okay. Okay, Ricky hat die Gondel. Ich höre sie schon irgendwie. Ja, ich hab sie hingestellt, Jungs. Jetzt ist das cool, oder was? Ja, natürlich. Jetzt hab ich sie auch gemacht. Ist ja Ricky. Holy, die sind delusional. Lulu. Komm mit, Morgi. Okay. Die beiden kennen das ja schon. Okay. Meinen ja nur. So, jetzt. Warte, Maeve, das ist der Knopf, da kannst du da schon mal reingehen. Ich fahre nicht rüber. Hochhelfen können. Und musstest du genau da ranspringen, wo er wegrollt? Will ich das schon noch? Ja. Nein. Schon da. Du kannst da schon reingehen. Das war voller Absicht. Mann. Ah! Ise! Reiß ihm seine Maske runter. Wer ist er? Nein! Hat Ricky gerade Esel gesagt? Dann hilf ihr. Jordina! Nein! Hilfe! Ich falle! Ach so, hast du das Hilfe aus Wolf of Wall Street gemacht? Hilfe! Oh, guck mal, ich hüpfe so ein bisschen so richtig auf. Ja, warte, ich will euch bewegen, Zombie, geht rüber, ich bewege euch, ich bin nett. Ich hüpfe. Nein, ich will euch bewegen. Warte kurz. Lass dich drin, Ruhe. Ach so. Guck, ich hoppe. Guck mal, hinten kommt schon mal Johnny. Ich bin so aufgeregt. Oh, du auch. Ach, guck mal, wie beide. Ach, guck mal, wie süß die beiden sind da drüben. Okay. Ja, wir fangen gleich da hoch. Ja, wie auf das Start. Man geht endlich los. Man geht endlich los. Ich kann es nicht mehr abwarten. Kann ich hier einfach nachher rüber drücken und noch mit einspringen? Oder wie läuft das? Steig ich selber erstmal ein. Oh Gott. Oh mein Gott. Fully? Der arme Fully. Schaffst du es noch auf den Stein? Nö. Der Stein rollt immer weiter weg.
Ich meine, ich war vorhin selbst dort, wo ihr wart, aber ich... Aber ihr habt ihn respawned, naja. Ja. Hm. Sag jetzt mal nicht ihr, okay? Ihr. Fangen wir mal damit an. Zombie hat uns respawned. Nein, nein, ich war euch kein Vorwurf. Ihr wart das. Kann ich Polly kurz holen? Ich war euch kein Vorwurf. Guck mal, wie ich das beobachte. Guck mal da hinten, der Idiot da. Kommt jetzt endlich. Da fährt die Gondel weg. Tschüss, Gondel. Oh, dauert mir zu lang, die machen das jetzt fertig. Ich habe extra gerade gefragt. Ihr hättet weitergehen können, alles gut. Boah, guck mal, die Aussicht hier hinten. Ey, ich komme beim nächsten Checkpoint hoch, zurück. Poli. Müsst ihr nicht so oder so einer zurückbleiben? Oh. Warte, Ricky, du fällst runter, Ricky. Hilfe! Hilfe! Ja, Ricky, nein! Hilfe! Was ist passiert? Mave, pack mit an! Pass an, schnell! Pack mit an! Nochmal! Oh Gott! Okay, oh Gott! Oh. Weiter hoch! Kletter in diesem Spiel. Oder? Ja, wäre echt gut, wenn ihr jetzt weiter könntet, oder? Mach doch! Nein, wo sind die Hosen? Wieso ist Ricky runtergefallen? Wie ist das überhaupt möglich? Glaubt ihr, hättet Angst, wenn ihr in der Gondel einfach so feststecken würdet? Ja, im Real Life auf jeden Fall. Ja, und hier? Ich hab Höhenangst. Nö, hier geht's. Habt ihr die? Warum stecken die auf der halben Strecke? Das heißt, ich was Mave nicht weitermacht. Mir macht Mave Skin mehr Angst als die Gondel-Situation gerade. Ich roll den einfach vor. Okay. Er stellt gleich irgendwas mit mir an. Nee, komm, hier geht vor. Wie soll ich ein bisschen die anstellen? Guck mal, wo ich bin. Das ist so kompliziert. Ich weiß nicht, du kannst auch die Stange hochrücken oder so. Runterschleudern. Ich halte hier oben fest, so. So, ich will wissen, was passiert, wenn Mave gegen die Wand geschleudert wird. Ja, ja. Hm. Ah, ja. Ein bisschen Hüpfen-Spam voll beim Hochlaufen. Ich würde gerne die Kette abmachen, aber die ist zu so schwer. Nein! Oh, schade. Habe ich eine andere Option? Euch Mave, kommst du hoch? Warte, ich versuch's. Warte, Mave. Das kriege ich hin. Warum ist Johnny runtergefallen? Was zur Hölle ist passiert? Yeah! Hey, Johnny. Komm mal mit. Wie ist das passiert? Wir haben es geschafft. Komm mal mit. Lass mich bloß in Ruhe. So ist es doch. Lass mich bloß in Ruhe. Komm mal mit. Lass mich in Ruhe jetzt. High five! Komm mal mit. Ich hab gewonnen. Ich gewinne. Komm mal mit, Johnny. Komm mal mit. Wir gehen mal. Wir holen den Checkpoint oben. Ich hab mich alle überzeugt. Warum seid ihr wieso? Ja, Johnny ist runtergefallen. Johnny war einfach, ich glaube, er war rausgetappt, oder ist er runtergefallen. Ich weiß nicht, wieso das ich runtergefallen bin. Das hast du toll gemacht. Ganz toller Junge. Ganz toll. Ganz toll, 10 Minuten, Part länger gemacht. Ganz toll. Fully, lass los jetzt hier. Wir sind schon und der Gewinner Minuten ist... auf der Map, by the way. Fully, lass mich los. Und der Gewinner ist... Zombie! Ja. Könnt ihr bitte beide sein? Yeah! Das war eins alle. Und nun? Ja, wir warten doch auf die Gondel gerade. Nein! Bogi! Ich werde niemals ins Wasser fallen! Du kannst den Berg hochklettern. Oh, das sieht so lustig aus, die lustig. Nein, kann er nicht. Okay. Doch klar kann ich das jetzt mal auf. Okay, oh, warum nähert sich Johnny dem Hebel? Nein! Ich will nicht lang runter. Lebe der König! Komm rein, Mave. Johnny dreht gleich die Bahn um. Okay. Okay. Oh Gott, wie spannend das doch ist. Johnny? Ist das ein Checkpoint? Nee, gibt keine Checkpoints mehr für uns. Was, ich will hinterherfahren. Checkpoint. Oh, da ist ein Checkpoint. Ertrinken! Woo, endlich vorwärts! Hallo. Au. Au, nichts. Was? Tschüss, Johnny. Tschüss. Wir haben es geschafft, wir sind hochgefahren. Jungs. Nein, ich bin fest. Der Hebel fährt die Bahn hoch und runter. Jungs, ich lebe noch. Achso. Das ist eine Luftmatratze. Open the floodgates. Eine Luftmatratze. Ja, auf die Floodgates. Eine Wildwasserbahn. Und einer macht auf, dann das Tor. Eine Wildwasserbahn? Das ist ja wie auf dem Server. Alter, das ist ja meine Wildwasserbahn in Minecraft. Ist die schon fertig? Johnny hat sie endlich fertig gebaut. Die macht so viel Spaß. Wo ist Johnny? Johnny ist nicht da. Morgi. Da, Johnny ist ins Wasser gerutscht. Das gibt's doch nicht. Lass mich raus. Oh Gott. Okay, Morgi. Ja, mach nochmal zu, bis die am Gitter sind, genau. Was macht das überhaupt? Die Bahn kommt hoch. Das ist doch kein Wasser. Ah, okay. Wir machen es dann auf. Alter, Ricky, was ist denn das hier? Okay, ich mach euch auf. Was?
Guck mal, dieses Wollt ihr auf unsere Matratze? Nein. Dann können wir auch woanders hin. Die Matratze das hier sollte aufgehen. Doch, das müsste, glaube ich, gegenfahren oder so. Man kann hier, glaube ich, das... Oh, jetzt geht's los. Okay, wir fahren gegen. Nein! Oh nein! ich hab's gestürzt. Babe, das ist die falsche Richtung. Hör auf. Was tut ihr denn? Scheiße. Wir trinken. Das schaffen wir noch. Ah, warte, ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Wir brauchen. Nein, ich ertrink jetzt schon. Vom ich weiß, wie es funktioniert. Wartet. Ja. Wir brauchen die Bahn hier oben. Die hat da oben noch so einen Haken. Und da können wir es einhängen. Verstehst du? Ja. Wir nehmen die Bahn und lassen den Staudamm einreißen. Genau, steigt schon mal alle auf. Ich mach das. Steigt schon mal alle auf. Ich mach das. Und guck mal. Steigt die dritte auf oder so. Ist die Bahn nicht noch ganz unten? Das dauert doch ewig. Ja, die kommt nächstes gleich oben. Die ist doch klar. Die ist doch gleich da. Okay. Schaffst du den Sprung? Festhalten. Pass auf. Oh, er hat's geschafft. Runterfallen. Okay. Haltet euch fest. Gleich geht's los. Ich wollte mich. Oh Gott, halt dich doch am fucking Boot fest. Wo ist Johnny? Hier. Ach, da. Wir drei leiten die Wasserbahn. Heulen wir alle gleich den Mond an oder so? Johnny, du darfst dann gleich den Hebel umlegen, um die Wasserbahn zu starten. Okay, Leute, die Wasserbahn geht gleich los. Alle bereit machen. Danke, dass du beendet hast. Warte. Johnny legt den Hebel um. Okay. Oh, Spaß. Warte, noch nicht. Ist noch nicht so weit. Warte. Okay. Weißt du was? Ich glaube, ich will wissen, was passiert. Tulli, komm hoch hier. Warte. Ich will wissen, was passiert, wenn ich schön mit dich festhalten, Jungs. Okay, dann sag, wann ich umlegen soll. Warte, noch nicht? Ach man, wenn ich das Jingle jetzt finden würde dazu. Spaß. Wer will noch eine Runde mitfahren? Einer hat noch nicht. Wer will nochmal? Quasi. Aber was anderes, oder? Türen. Ricky. Ja. Ricky, jetzt mach hinne. Kannst du jetzt bitte mal. Aua! Oh mein Gott. Es geht doch. Entschuldigung, es war zu laut. Die Bahn fährt los. Wahnsinn. Ich bin froh, dass wir da auf eine Minute gewartet haben. Oh, es war keine Minute, es war eine halbe Minute. Spring auf jetzt! Ricky, spring auf jetzt! Es geht los! Ja, ich komme! Ich hab mich hinten fest. Oh Gott. Es war eine Wand. Leute, ich bin auch noch hier. Oh mein Gott, ich bin da. Okay. Ich hab's raufgeschafft. Zieh die Bahn ein bisschen nach links. Du hast den ganzen Staudamm gebaut. Ja. Oh. Es ist keiner gestorben. Hey, noch nicht. Und ich hab's auf ihn. Halt, wir sind gleich tot. Wir haben Checkpoint. Rechts an Land. Ach, bin da. Ihr seid da drüben an Land. Und wir sind wieder am Anfang. Hey, Moggy. Hey, warte. Ruderboot. Aber das Ding ist jetzt an. Pass auf. Aber das Wasserrad ist jetzt an, ja. Das Riesenrad ist an. Ich glaube, drei Leute sind zu viel. Das Riesenrad? Nee, wir drehen einfach anders. In die andere Richtung. Wir bringen das Wasser wieder zurück. Wir legen den See trocken. Einer nach dem anderen hier. Hüpfen, Leute, hüpfen! See, das ist das Meer. Oh. Geht einfach runter. Häng mich ran, Moggy. Sagt Johnny, der sich selber festhält. Ja, ich war der Erste. Also mächtig weiter oben aus. Ich glaube, die Eis war dabei, Lust. Ich war weiter oben. Einer nach dem anderen, sonst sind wir hier noch 10 Stunden. Wer gibt eher auf, Maeve oder Johnny? Ich bin weiter oben. Johnny muss aufgeben. Johnny, du musst. Aua, warum ich? Das sind die Gesetze. Aua. Ich glaube nicht, dass Maeve weiter oben ist. Keine Ahnung. Doch, ich bin in Ruhe, Papa. So weiter oben hängt. Ich werde Wrestler. Ich werde niemals nur Goldverkäufer, so jetzt wie du es wolltest, Papa. Dranhängen. Johnny, es hat genug Schwung. Wie geht's in den Goldverkäuferladen, Ricky? Nein! Oder willst du so Gold verkaufen? Nein, ich will Wrestler werden, Papa. Ich mag das seine. Das den Beruf, den dein Vater für dich wollte, dass er Goldverkäufer ist. Auszusteigen. Man muss da so rechts aussteigen. Morgi, du bist dran. Rechts Gott, Seite. Verkäufer ist ein guter Beruf. Yeah, okay. Muss dann rechts irgendwo aussteigen. Oh, hallo, Babe. Hallo. Oh, drehst du noch eine Runde? Ja. Warte mal, wie funktioniert das hier? So, jetzt kannst du... Oder auch nicht. Oh. Nee, Morgi ist noch drauf. Morgi ist irgendwie hier zwischendurch runtergefallen. Morgi ist irgendwo runtergeklatscht. Ja. Ich hab's gehört. Soll ich wieder runtergehen? Hallo, Moggy. Nein. Aber es dreht sich so langsam. Ja, weil irgendwer über dir ist wahrscheinlich gerade noch. Ja, deswegen sage ich, da kann ich runtergehen. Wo muss man denn hin? Dann wirst du wieder kurz schneller. Ach, Johnny ist auch runtergefallen, deswegen. Nee.
Oder hat eine ganze Runde gedreht. Runde lass mich los. Wo muss ich hin? Jetzt geht's wieder schneller. Mein böser Bruder will mich zum Goldbarkörperladen bringen. Aber wohin? Warte mal, wir sind ja, ganz oben. Am Anfang des Levels. Jetzt erst sehe ich das. Ich sehe oben nichts zum Aussteigen. Ja, oben aussteigen. Am höchsten Punkt. Schnauze. Johnny, steig aus. Ich beantworte nur deine Frage. Bist du schon wieder so unfreundlich heute, Johnny? Das macht ja gar keinen Sinn. Schnauze. Er beantwortet meine Frage überhaupt nicht. Ey, da oben auf der rechten Seite ist ein Turm und da steigst du aus. Du hast einfach nur die ganze Zeit oben gesagt. Ich so, da ist ja, nichts zum Aussteigen. Ja, es ist halt oben. Ja? Ich weiß nicht, ob du Augen hast. Keine Ahnung. Ich bin drauf. Tatsächlich sind meine Augen sehr schlecht. Ich hab's geschafft. Ich guck, was der Hebel macht. Ja, du beendest das Level gleich. Pass auf. Ich pass auf. Ich bin bei dir, Ricky. Ja. Maggie oder Johnny. Einer von euch beiden. Nee, ich hab... Oh, da drüben. Ich hab's versaut. Guck mal, da drüben. Oh, das Ding ist aufgegangen. Da müssen wir wahrscheinlich reinspringen. Ja, genau. Okay, dann warten wir hier auf alle. Sag Bescheid, wenn du es hast, Morgi. Na, ich hätte nicht hier in die Mitte gehen sollen. Ups. Ja, das ist ziemlich schwer, da oben auszusteigen, tatsächlich. Na, ich krieg das hin. Das Floß steht ja hier. Steig dann von der Seite ein. Ja, Fully hängt schon dran, Morgi. Ja. Schön für Fully. Aber nicht mehr lange. Glaube ich. Guck mal, Fully. Guck ihn dir an. Wie der Idiot. Komm rüber. Maeve, du bist mein guter Freund, weißt du das? Ich nehme dich jetzt bei der Hand. Oh, einen schönen Bauch hast du, sag mal. Oh, ist er weniger geworden, ne? Respekt. Ich hab dran gearbeitet. Ja, sieht man echt gut. Also, steht echt gut. Man will nur so ein Wasserrad betreiben und alle springen einfach irgendwie. Ich hab gestern viel zu viel gegessen, Maeve. Ich hab gestern ein Big Tasty Bacon gehabt, ein Big King XXL und 3 Cheeseburger. Das ist doch nicht zu viel. Und 20er Nuggets. Sag mal, kostet das nicht schon allein 80 Euro oder so? Nee, ich hatte McDonalds-Punkte. Ich hab die umsonst gekriegt. Hey. Ich hatte McDonalds-Punkte aus der App. Über 2000 Warum Punkte? Kriegst du Burger King Burger bei McDonalds gratis? Nee, die war ich bei Burger King geholt. Warte mal, was hast du bei Burger King und bei McDonalds? Ich war erst bei McDonalds, dann bei Burger King. Oh mein Gott, du bist... Ich wünschte, ich wäre Ricky. Nee. Warte mal, Ricky, was hast du für Punkte geholt bei McDonalds? Big Tasty Bacon für 1000 Punkte und die Cheeseburger. Yeah! Oh, Fully, das geht. Warte. Der Arsch kommt. Ich hatte für 1000... Und die Nuggets auch? Ja. Greif ihn. Ich hatte 2500 Punkte. Aber naja. Wie kann man denn 2000 Punkte haben? Da muss er doch ewig da essen gehen. Ja. So, Fully, ich versuche. Ich sehe das Problem jetzt nicht so. Aber ist echt ein gutes Stückchen. aber ich muss sagen, geiles Essen. Ja, und ich habe auch Socken dazu bekommen. Jetzt kommt Socken. Ja. Wir können auch noch mal das Wasserrad fahren. Gerade ist keiner dran. So, Fully, wir machen so, weißt du? Kann ich euch helfen? Kann ich euch helfen irgendwie? Ich halte dich fest, damit du nicht runterfällst. Dann gehe ich wieder hoch. Nein, Ricky, bitte. Ricky, warum? Ich weiß nicht. Fall alle runter. Nee, ich gehe wieder hoch. Komm, Ricky. Ja, warte. Wir gehen jetzt hoch. Ich glaube, das Speedrun für das gesamte Spiel ist so 7 Minuten oder so. Echt? Was? Ich würde sagen, wir sind kurz knapp drüber. Ich noch ein bisschen das sind mehr Leute, Höhe die klettern kann. Können, denke ich. Oh, ich habe dich gar nicht. Ja, und auch wissen, wo der Ausgang ist und sowas. Da kann man echt einfach alles ignorieren im Level. Weiß nicht ganz, wo ich mich hinstellen soll, oben, um oben drauf springen zu können. Hör auf, immer das zu antworten. Wieder nicht gehabt. Ja, aber warum hängst du in der Mitte von dem Rad? Das mache ich ja nicht absichtlich. Oh. Da bin ich nur gelandet. Ich habe ihn runterfallen sehen. Morgi? Morgi. Ich habe Leertaste gedrückt, lasse ich. Ich muss aufhören, dass man immer schneller wird. Und dann habe ich die Kontrolle verloren. Man kann. Ja, wenn du gedrückt hast, du wirst immer schneller und schneller und schneller. Oh, dass man es gedrückt halten kann? Keine Ahnung. Hoch! Was jetzt? Gummibärensaft. Was mache ich denn jetzt? Spring rüber! Spring! Oh Gott, ich hab's. Nie auf die Idee gekommen, gedrückt zu halten. Ich hab auch immer getimed. Ja, und das war dein Fehler. Nee. Ich komm klar. Fully! So. Alle wer klettert jetzt mal hier an dieser Stange da nach oben? Okay. Nein, fahr einfach nochmal neu, Fully. Hui! Ups. Komm hier. Yeah. Hey Morgi, wo bist du hin? Weiß ich nicht. Der ist hier. Oh, nein! Oh Gott. Jungs, haltet euch fest. Oh oh. Nein! Ricky ist runtergefallen auf jeden Fall. Hey Morgi, was geht? Ich bin ein bisschen beim Riesenrad. Kommst du mich ran? Ja, beim Riesenrad. Johnny, du musst dich an mich ranhängen und dann... Mach ich doch. Du musst dich an meine Füße hängen. Oh nein. Ah nee, warte. Fully schafft's nicht so. Hat Fully immer noch nicht losgelassen? Nee.
Soll ich loslassen? Ja, aber nochmal. Ja, ich bin einfach neu. Ich bin neu. Dann ist es nicht so schnell, dann kannst du besser abspringen. Ich Ja, weil da zu viele Leute dranhängen, ist nicht so schnell. Ja, aber dann kannst du besser abspringen. Autsch. Au. Nee. Ja, Wahnsinn. Kommst du mir auf den Rücken, Moggi? Kann ich so viel besser abspringen, wenn's Arsch langsam ist. Ist das eigentlich das Ziel da, dieses komische Gelbe? Nee, das Gelbe? Der Punkt von der Rampe da hinten? Ich sehe keine Rampe, ich kletter ja gerade. Warte? Okay. Achso, nee, das Ziel ist da unten. Da springt mal rein, siehst du, da ist ein Ausgangsschild. Achso, da. Hast du dich bei mir? Nee, ah, warte, scheiße. Nein. Oh nein, du bist jetzt doch tiefer runtergefallen, Ulrike. Warte. Bop, 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 bop. Ba, 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 ba. Ist unmöglich, Junge, die, da aufzuklettern. Die 20 Chicken McNuggets, die ziehen dich runter. Bruder, du wüsstest. Warum? Oh, hallo. Ja, sorry, jetzt habe ich dich runtergeschossen. Ich kletter jetzt aber nicht. Oh nein! Oh nein, Hilfe! Kletter Johnny! Moggy! Naja, Moment. Oh, ich hab's. Na, gern geschehen. Babe! Dankeschön. Oh, danke, du Guter. Einfacher als einfach dieses dumme Sein. Gern geschehen, Fully. Danke. Aber ich bin gleich da. Nein. Komm jetzt mit! Er hat's geschafft! Woo! Und jetzt Maeve. Es muss mich einer packen, Emmy! Einer muss sich an den Rücken hängen. Packen. Wo bist du? Ach, jetzt ist Ricky auch noch da. Ricky, wie sollen wir dich packen? Ich komm einfach, wieder so. Du bist 10 Meter zu weit unten. Meine Schulter ist ausgekugelt. Ich pack's nicht mit Ricky. Und wo jetzt ist Ricky? Ja, ich bin jetzt wieder schon runtergefallen. Oh mein Gott, zieh meinen Kopf, Moggy. Oder so. Ich zieh den Boden. Zieh den Boden, ja, sehr gut. Wartet, ich komme. Oh Gott. Da ist er. Nein! Oh! Jungs, warte. Jungs, zieht mich! Das zieht mich! Arsch. Aber. Nee, pack den Arsch. Ich kann den Arsch nicht packen. Ich kann der Gesichtsausdruck von Zorn. Zieht mich auch! Oh, pack den Arsch! Ich kann den Arsch noch nicht packen! Ja, weil Johnny mein Gesicht wegzieht. So. Ich dachte, wir sollen nicht wegziehen. Ja. Nein! Ich will nur, dass Ricky jetzt, meinen Arsch packt. Warte. Noch nicht? Ich hab seine Füße! Ja, Fuß reicht auch. Nee, hat er es wirklich? Okay. Ja, hat er. Ja, da kommt er gekrabbelt. Jetzt finally. So, da müssen wir durchspringen. Auszulaufen. Bop, bop, bop. Okay, let's go. Ich halte auf einmal. Oh Gott, ui, oh Gott, es wackelt. Hui. Hui. Mit den Füßen voran. Au. Oh, beim nächsten Mal lernen wir Elektrizität. Ich hab das Studium doch gar nicht mehr. Naja. Und der Strom ist aus, wir haben gewonnen. Aber ich glaube, wir sind fertig für heute. War eine schöne Folge. Ich denke auch. Ja, ja. Habt ihr Spaß beim Zusehen? Lasst Bewertungen da, lasst Kommentare da. Schreibt, was wir falsch gemacht haben. Lobt meinen 20 Minuten Umweg, weil ich alle zum Fahrstuhl bringen wollte. Bis zum nächsten Mal wieder. Sagt, dass ich super nervig war. Tschüss. Tschüss. Johnny war nicht nervig. Tschüss. Johnny ist einfach Johnny.